Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Ich habe wieder einen Gast und wir haben uns vor kurzem erst unterhalten. Hallo Mario. Hallo Jens. Und wenn ich einen Markttechniker im Haus habe, dann müssen wir natürlich über markttechnische Bücher reden. Und deswegen, du hast mir heute deine fünf besten Bücher mitgebracht zum Thema Markttechnik oder Trading allgemein. Und darüber sprechen wir gleich. So, also Mario, du hast mir fünf Bücher mitgebracht. Natürlich das, was dich als markttechnisch orientierten Trainer hauptsächlich interessiert. Und wir stellen die Bücher mal ganz kurz vor und ich glaube, wir kommen nicht umhin, mit dem Buch der Bücher, mit der Bibel aller Markttechniker anzufangen. Also wer das nicht zu Hause hat, gibt es, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand gibt, der das nicht zu Hause hat. Natürlich von Michael Vogt, das große Buch der Markttechnik. Du hast auch als erstes Buch gesagt, als wir uns unterhalten haben. Sag was dazu. Warum ist es so wichtig, als Markttechniker das Buch gelesen zu haben? Ja, ich denke, hier wird bestens erklärt, wie man in der Theorie auf jeden Fall erstmal mit der Markttechnik umgeht, was das mit Trends und Bewegungen auf sich hat, dass man einfach mal einen Einblick bekommt in das Ganze. Und von daher glaube ich, ist es einfach ein Grundwert, was man unbedingt haben muss. Ist es für jemanden, der das jetzt nicht so in dem Thema drinsteckt, Börse allgemein, sondern wirklich anfängt, ist es schwer zu lesen? Nein, im Gegenteil. Ich finde es sogar sehr angenehm geschrieben. Es ist neben dem Fachteil auch noch ein Romanteil mit dabei. Und von daher finde ich, ist es auch sehr locker zu lesen. Es macht richtig Spaß. Weil das Lustige ist, wir haben uns ja unterhalten und ich habe ja gesagt, ich habe ja nur den Romanteil gelesen und das andere wäre so durchblättert. Bei dir war es genau umgekehrt. Bei mir war es genau umgekehrt. Du hast mehr die Markttechnik gelesen, den Roman eher durchblättert. Aber ist es für, auch wenn jemand jetzt sagt, er will überhaupt keine Markttechnik machen, er will irgendwas anderes machen, kann man für sich Informationen rausziehen und in welcher Richtung da? Ja, also ich denke, ganz wichtig ist es, dass man einfach erkennen kann, wie Trends funktionieren, wie das aufeinander aufgebaut ist und von daher denke ich, ist ein Grundlagenwerk nicht nur für Markttechniker, sondern überhaupt, wenn man sich an der Börse orientieren möchte. Okay, also großes Buch der Markttechnik von Micha. Also Micha, wieder Werbung für dich, falls du siehst, dann hast du das 3-trillionste Buch jetzt in Deutschland verkauft. Man muss ja sagen, es ist das, ich glaube, wirklich meistverkaufteste Börsenbuch in Deutschland von einem deutschen Autor. Und das wird schon nicht umsonst sein. Ne? Also es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben, warum das Buch so viel verkauft wird. Also muss es gut sein. So, dann der Micha ist ein fleißiger Schreiber. Der hat jetzt ein Arbeitsbuch noch rausgebracht. Das große Arbeitsbuch der Markttechnik. Ich kenne es persönlich noch gar nicht. Sag mir was dazu. Also ich habe es sofort bekommen, als das Buch rausgekommen ist und ich empfehle es auch eigentlich im Prinzip immer in meiner Gruppe, weil es auch hier drauf aufbaut, auf dem ersten Buch, was wir gerade gesehen haben, dass man einfach das, was man in der Theorie gelesen hat, eigentlich auch im Praktischen mal anwenden kann. Weil das ist ja immer das Problem, dass man in der Theorie immer alles gelesen hat, die Charts sehen anders aus, aber hier kann man es im Prinzip üben und dann weiß man eigentlich auch, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Was ist Arbeitsbuch, wie man sich vorstellt, Charts drin mit Fehlern oder wie man es richtig macht? Oder? Ja, im Prinzip so, als wenn man so, ich sag mal, wie Fahrschulbögen, dass man die Möglichkeit hat zu sehen, hier sind die Situationen und da gibt es vier verschiedene Antworten immer. Eine ist richtig, drei sind falsch und da muss man einfach schauen, was passt. Okay, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hätte von Markttechnik, würde es Sinn machen, sich dieses Buch zuzulegen oder sagst du, nein, man muss schon dieses Verständnis haben, also heißt, man muss das Buch und anderes oder irgendwie so ein bisschen im Thema Markttechnik stehen, damit einem das Buch überhaupt was bringt? Also ich würde auf jeden Fall vorher sehen, dass ich ein markttechnisches Buch gelesen habe. Idealerweise entweder das von Michael oder noch ein anderes Buch, was wir gleich auch noch vorstellen würden. Okay. Das andere Buch, zu dem wir kommen, von einem Händlerkollegen, den ich auch persönlich ganz gut kenne. Und das Buch wird ja, ist glaube ich, bei weitem nicht so verbreitet wie das von Michael, wird aber gerade von vielen Profis auch super gelobt. Und zwar das Buch Erdal Czener, professioneller Börsenhandel, Zusammenhänge erkennen, Verluste verkraften, solide Gewinne machen. Hier ist es. Wir machen auch wieder alle Links für die Bücher hier unten in die Videobeschreibung. Mario, was ist der Unterschied zum Buch von Micha? Was ist besser, was ist schlechter, was ist anders? Also ich will sagen, was ist anders? Also bei Michael, die Bücher sind eher theoretisch gehalten und der Erler geht halt eher auf den praktischen Teil ein. Man hat hier sehr viele Live-Charts halt drin, wo man drin arbeiten kann, wo vieles erklärt worden ist. So sehe ich eigentlich den größten Unterschied, dass eine eher die Theorie ist und hier doch eher den praktischen Bereich. Mhm. Der Erler war ja selber auch Händler in Frankfurt an der Börse, ja, im Kursmakler glaube ich auch. Also der ist ja wirklich, der kommt ja aus der Praxis, der hat Unmengen Geld an der Börse gemacht. Und ist es vom Verständnis her eher etwas für Fortgeschrittenere? Also dass man sagt, okay, man muss schon ein bisschen im Börsenbereich unterwegs sein, um es wirklich gut aufnehmen zu können? Oder kannst du auch sagen, für einen Anfänger, der sich zum allerersten Mal mit dem Thema Börse beschäftigt, empfehlenswert?
Naja, sag mal so, also ich würde vielleicht schon ein bisschen sagen, dass es gut ist, wenn man schon ein bisschen Ahnung von Börse hat, dass man weiß, was man machen möchte, aber im Prinzip kann man eigentlich, wenn man so ein bisschen weiß, um was es geht, dieses Buch eigentlich jedem empfehlen. Also das heißt, man muss schon wissen, wie ist ein Chart aufgebaut, was ist ein Candlestick und genau, also man soll, genau, also diese grundlegenden Sachen, dass man weiß, okay, was ist Candlestick-Charts oder solche Sachen, weil das ist ja hier drin, aber ansonsten eigentlich ist es ein Grundlagenwerk, wie die Bücher von Michael auch. Okay, ich habe es bloß gelesen, und mir das nie angeschaut, aber hier sind ja noch, ist ja glaube ich noch Videomaterial mit dabei. Das heißt, du kannst, glaube ich, so ähnlich wie bei unserem Buch beim Erlern auf der Webseite dir Videos noch dazu anschauen. Genau, das ist wirklich so und das ist auch sehr hilfreich, weil er erklärt da wirklich in aller Ruhe, fast jedes Video ist fast eine Stunde so gefühlt. Okay. Und da erklärt er nochmal alles ganz genau, wie es hier auch im Buch dargestellt ist und dann eben auch anhand von Charts. Also ich finde, er hat sich wirklich sehr viel Mühe damit gegeben. Mhm. Auch hier, was ja, die beiden kennen sich ja auch ganz gut, der Erlern und der Mischer. Und was ja auch selten ist bei Büchern, auch wieder farbige Charts. Genau. Ne? Das, also die meisten Börsenbücher werden ja eher schwarz-weiß gedruckt. Das ist einfach eine Kostenfrage. Oder wir haben es vierfarbig gemacht, aber dass man es wirklich bunt macht, da muss man als Autor dann auch ein bisschen Geld mit auf den Tisch legen. Macht natürlich aber sehr schön vom Verständnis her. Ne? Genau. So, weil gerade die amerikanischen Bücher, da ist es ja oft so, da hast du einen schwarz-weißen Chart und mit drei kleinen Durchschnitten und dann steht irgendwo im Text, wie man erkennen kann, dass der blaue Moving Average den roten schneidet und du guckst dann auf zwei graue Moving Average und denkst so, wie jetzt, ne? Also deutsche Qualität, so wie ein Auto, wie ein Daimler sozusagen.